Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder Montag, der 21. Oktober 2024. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder mit vielen Nachrichten und mit einem strahlenden Andreas, denn das Wetter strahlt auch und überhaupt. Das Wochenende war schön. Gelle, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, nach wie vor, unser Hund liegt hier auch ganz entspannt hier auf seinem Schemel und freut sich, dass er unseren Stimmen hört für unseren heutigen Podcast. Ja, wir gucken raus aus dem Fenster und was sehen wir? Durchweg blauen Himmel, Sonne und ganz viele Farben. Es ist auch windstill, das ist ein großer Vorteil. Aus diesem Grunde bleiben die Blätter auch ziemlich lange dran. Manchmal kann es ja passieren, wenn der Indian Summer kommt, dass dann ein großer Sturm gleich am Anfang Oktober schon reinkommt und haut die erste Hälfte der Blätter weg. Das ist diesmal nicht passiert und wir haben also nicht nur einen schönen Sommer, sondern auch einen wunderbaren Herbst. Und das genießen wir auch, denn irgendwann geht natürlich auch der Winter los und dann erwarten wir natürlich wieder Schnee. Und bevor der Schnee kommt, kommt die US-Wahl, die Präsidentschaftswahlen in Amerika. Das sind gerade noch mal so umherum 14 Tage. Und ja, man hat mehrere Male versucht, Donald Trump von der Platte zu putzen, wenn ich das so salopp sagen darf. Attentatsversuche, Mordversuche. Er ist nach wie vor als Präsidentschaftskandidat mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit im Rennen. Und er hat sich ja jemanden zur Seite geholt, den Elon Musk, den allerreichsten Mann der Welt, der auch viele Dutzende Millionen in den Wahlkampf schon hineingespendet hat, dem es offensichtlich wirklich am Herzen liegt, dass die Republikaner diesmal das Rennen machen. Und das stößt vielen auf. Andreas, es scheint ja so zu sein, dass das System, also gerade auch die deutschsprachigen Medien, die sich die ganzen letzten Jahre wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben, was eine objektive und neutrale Berichterstattung über Donald Trump angeht, dass die jetzt noch mal richtig am Rad drehen. Naja, letztendlich haben die natürlich ein Problem. Sowohl Donald Trump, der ja auch als Milliardär gilt, als außerordentlich erfolgreicher Mann, und dann eben halt auch Elon Musk, der offiziell der reichste Mensch der Welt ist. Was inoffiziell ist, das will ich gar nicht wissen. Aber so ist es eben. Und diese beiden haben sich ja quasi, statt sich anzubiedern in diesem tiefen Staat, statt sich anzubiedern in diesem Sumpf, haben sie im Prinzip eine eigene Richtung eingeschlagen und wehren sich, und zumindest offiziell stellen sie sich da und sagen, wir setzen uns fürs Volk, für Amerika ein und eben halt gegen die Ungerechtigkeiten und die Abartigkeiten. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, da ist auch was dran, weil wir dürfen diese Menschen nicht überschätzen, die da oben vermeintlich die Fäden ziehen. Wir sehen das spätestens bei Kamala Harris jetzt so bei ihren ganzen Interviews oder davor bei Joe Biden, dass man ja verwundert ist, welches Intellekt einem da so begegnet. Das ist ja auch ganz wichtig. Man merkt das ja an der fehlerfreien Formulierung eines Satzes und so weiter. Und genauso ist es auch bei diesen Ultrareichen. Ultrareich heißt nicht automatisch ultraintelligent. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, da drehen jetzt einige am Rad. Der Spiegel beispielsweise hat eine Riesengeschichte veröffentlicht über Elon Musk. Also es ist wirklich die Geschichte mit Schaum vor dem Mund, und man kann es eigentlich nur werten als einen verzweifelten Versuch, die übrig gebliebenen Spiegelleser davon zu überzeugen, dass dieser Elon Musk ein ganz schlimmer Finger ist. Also der Artikel trägt den Titel Trump-Kumpel Elon Musk, Staatsfeind Nummer 2. Ja, wer Nummer 1 ist, das dürfte damit dann auch klar sein, damit meinen Sie wahrscheinlich den Herrn Trump. Ich weiß allerdings nicht, welchen Staat Sie meinen, wenn Sie von Staatsfeind sprechen. Naja, also es ist ja nicht wirklich der Staatsfeind, wenn man als Staat zum Beispiel das Volk begreift. Die meisten begreifen es so. In Wirklichkeit müsste der Staat natürlich genauer definiert werden, aber das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir sehen hier beim Spiegel anhand dieser komischen, aggressiven Reaktion, die ja auch keine besonders hohe Intelligenz ausweist, sondern es ist einfach nur ein Abkotzen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ich meine,
Sie haben natürlich einen Finanzier, zum Beispiel Bill Gates. Und Bill Gates ist ein erklärter Gegner von Trump. Und wenn ich weiß, dass Spiegel mit Millionen von Bill Gates unterstützt wird und wurde, was schriftlich auch fixiert ist, was man auch nachlesen kann, ganz offiziell übrigens in den Spiegel-Veröffentlichungen selbst, was Ihnen vielleicht nicht gefällt, aber es ist so, dann müssen Sie natürlich auch das Lied singen, dessen Brot Sie essen. Das ist doch ganz logisch. Und wenn da jetzt natürlich einer wie Elon Musk, der ja eine schillernde Figur ist, mit Donald Trump, der ja auch eine schillernde Figur ist, und jetzt letztlich diesen gesamten Sumpf so an die Wand spielt, so ein bisschen, weil da einfach Bewegung drin ist, Lebendigkeit drin ist, ob man mit dem übereinstimmt oder nicht, ist jetzt gar nicht die Frage. Da drehen die natürlich im roten Bereich. Was hier offen wird, ist eben halt, was passiert, wenn Medien sich in Abhängigkeiten begeben. Das ist so meine Interpretation. Also wir werden uns heute noch mehrere Male fragen müssen, was passiert, wenn Trump US-Präsident wird? Wir wissen auch noch nicht, was passiert, bis er US-Präsident werden könnte. Da könnte schon noch einiges passieren. Aber ich möchte mal ganz kurz hier auf diesen Artikel eingehen, Andreas, vom Spiegel gegen Elon Musk. Ein ellenlanges Ding. Zum Glück haben sie es hinter der Paywall versteckt. Und ich glaube nicht, dass ein einziger Leser deswegen jetzt ein Abonnement abschließen wird, um sich das anzusehen oder vorzunehmen. Ich frage mich, an welcher Stelle beginnt eigentlich Hass und Hetze? Ich lese mal nur kurz rein, was da alles so vereinzelt an Absätzen drin steht. Laut Missionsstatement geht es At America, also das ist diese Gruppe, die Musk, diese PAC-Gruppe, die Musk gegründet hat, geht es also Elon Musk damit um einen harten Kurs in der Migrationsfrage und möglichst wenig Regulierung, etwa in Sachen Waffenbesitz. Seinen Feldzug gegen jede Form von Wokeness verfolgt der Multiunternehmer, seitdem seine einst als Sohn geborene Tochter Vivian Jenner Wilson sich öffentlich von ihm losgesagt hat. Und dann wird beschrieben, was die alles gesagt hat. Und Musk wird vorgeworfen, er habe die Entscheidung, seine Tochter nicht mehr sehen zu wollen, mit dieser Entscheidung, dass da diese Transgender oder Transformation vorgenommen wurde. Damit hat er das begründet und hat sie als Opfer des Woke Mind Virus bezeichnet, also dieser woken Politik. Und Andreas, dann werden so viele Sachen aus seinem Leben aufgegriffen, die auch bewertet werden. Musk-Satelliten beispielsweise. Er hat ja Starlink, diesen Internetanbieter, diesen weltweiten. Und da heißt es, der bringt Breitbandverbindungen in die entlegensten Winkel der Erde, auf jedes Schlachtfeld der Moderne, unter anderem in die Ukraine und nach Israel, also da, wo Krieg herrscht. Kaum auszumalen, was geschieht, wenn er dort das Netz einfach mal abschaltet. Hätte er doch lange machen können. Das finde ich ganz interessant, so diese Doppelmoral. Ich erinnere mich an eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, als Elon Musk gesagt hatte, er würde dort in Grünheide, glaube ich, heißt es dort bei Berlin, sein großes Werk bauen. Er wurde hofiert. Es waren Sondersendungen. Es war ein ganz großes Tennis und überall wurde der rote Teppich ausbereitet. Und er ist immer noch derselbe Unternehmer, interessanterweise. Er hat einfach jetzt nur eine politisch andere Meinung. Und hier wird es dann schwierig, weil die Politiker, die ihn hofiert haben, sind offenbar keine Demokraten. Das heißt, dieses Demokratenspiel wird entlarvt, weil es keine Demokratie ist, sondern die Entlarvung einer vermeintlichen Demokratie. Wenn nämlich einer eine falsche Meinung hat, dann muss er natürlich weggebügelt werden. Und das sehen wir hier in der klarsten Form. So, dann gibt es hier einen Ausschnitt, da heißt es, eine demokratiefeindliche Einstellung, gepaart mit der Macht über fahrende, fliegende, digitale und hochtechnische Infrastruktur. Typischerweise sind das die Zutaten für die Rolle des Bösewichts in einem James-Bond-Film. Also hätte auch Relotius formulieren können. Und da heißt es weiter, gut passen würde, die Welt ist nicht genug.
Leider spielt diese Dystopie nicht im Kino, sondern in der Wirklichkeit. Also das finde ich ganz toll. Wenn ich mir dann beispielsweise ansehe, wie so eine WEF-Veranstaltung stattfindet und ich sehe dann beispielsweise den obersten Boss des WEF, wie er dort steht, mit seinen nicht mehr vorhandenen Haaren auf dem Kopf und wenn er eine gewisse Ausstrahlung hat und sagt, wir werden diese neue Welt dort einordnen und dann kommt dann ein Professor Harari noch, der dann noch letztendlich endlich mit eingebettet wird, der sagt, die Menschen sind programmierbare Kohlenstoffhaufen und eigentlich nutzlos und müssen gewissermaßen abgeschafft werden. Das ist jetzt meine Interpretation, was man da reinlesen kann. Keiner kommt auf die Idee, hier von einem James-Bond-Film zu sprechen, wo einer sagt, die Welt ist nicht genug und es geht um eine Dystopie, sondern hier handelt es sich aus meiner Sicht tatsächlich um eine gefährliche Geschichte. Elon Musk setzt sich ein für einen gesunden Menschenverstand, so wie er ihn interpretiert. Man kann anderer Meinung sein, aber das wird nicht mehr zugelassen. So ganz offensichtlich alles. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde auch nicht alles toll, was Elon Musk sich so ausgedacht hat für diese Welt. Wenn ich an die Hirnimplantate denke, die natürlich den Weg öffnen für ganz, ganz andere Modelle für die Menschheit, das weiß er auch. Und trotzdem nehme ich ihm jetzt ab, dass er gerne Amerika wieder groß machen möchte. Aber wenn ich diesen Absatz lese, da würde ich dich gerne mal um deine Meinung fragen. Da heißt es, der ehemalige Krupp-Direktor Alfred Hugenberg kaufte sich in den 1920er Jahren ein Medienimperium zusammen, um es im Wahlkampf walten zu lassen. Wörtliche Rede, macht mir den rechten Flügel stark. 1933, heißt es im Spiegel weiter über Elon Musk, ernannte ihn Adolf Hitler zum Reichswirtschaftsminister. Heute gilt der Konservative als Steigbügelhalter für den Diktator. Hugenberg, Hitler, Fragezeichen, überschätzt das Musks historische Rolle? Bislang wurde er stets eher unterschätzt. Gut, hier muss man natürlich unterscheiden, wenn man hier interessanterweise ein solches historisches Beispiel heranführt, dass es sich bei dem Dritten Reich um ein extremistisches linkes Programm handelte, wo das Kollektiv im Vordergrund stand und man dann damals dann eben halt den extrem linken Flügel aufgebaut hat. Worum es sich heute handelt, ist ja der konservative Flügel und der ist eher rechts anzusiedeln, wo das Individuum im Vordergrund steht. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir hier die Unterscheidung natürlich noch einmal haben. Und jetzt hatte ich gerade noch was mir überlegt, was ich noch sagen könnte, als ich deinen Satz gehört hatte, aber jetzt ist es gerade weggeflogen. Du wolltest bestimmt antworten auf meine Frage, die ich dir gestellt habe, wie du das einordnest, dass hier Elon Musk mit Hitler verglichen wird, beziehungsweise dem Reichswirtschaftsminister. Na gut, das ist Standard. Wenn einer nicht so richtig passt, dann wird er immer mit Hitler verglichen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ansehe, dass George Soros zum Beispiel im Moment dabei ist, über sein Imperium die ganzen Radiosender in USA aufzukaufen. Da wird interessanterweise der Vergleich nicht gefahren, obwohl das ja eine ähnliche Situation ist, wo hier die Massenmedien gekauft werden, nämlich die regionalen Radiosendungen, die über den Soros-Konzern, der ja nun als ultra links gilt, also als sozialistisch, ob international, national, auf jeden Fall immer sozialistisch. Und da kommt man gar nicht auf die Idee, und auch das halte ich natürlich auch für überzogen, auch Soros jetzt mit Hitler zu vergleichen. Das darf man nicht. Aber das darf man eben halt auch bei einem Elon Musk nicht, nur weil er eine rechte, konservative Meinung vertritt und sich vom Sozialismus lossagen will. Aber der Spiegel, der hat ja Erfahrungen mit solchen Geschichten. Da sind also massenweise die sogenannten Journalisten ausgeschwärmt und haben das gesamte Umfeld von Elon Musk abgegrast. Eine ehemalige Kollegin und Mitarbeiter, Frau Holland-Thielen, die sagt zum Beispiel, dass Elon ein Arschloch sein kann, habe sie ja gewusst, als sie bei SpaceX unterschrieb. Nur waren Ausmaß und Geschwindigkeit seiner Radikalisierung für sie unvorstellbar. Und das ist ja immer das, Andreas, wenn jemand vielleicht aufgrund eigenen Erkennens, dass die Welt doch nicht so ganz linksgrün ist, wie sie immer dargestellt wird in den Medien,
Wenn man sich dann auf eine andere Position begibt, dann ist von einer Radikalisierung die Rede und von einem Rechtsrutsch und von wer weiß nicht was noch für Dingen. Und deswegen heißt es in einem der nächsten Absätze, je chaotischer und unsicherer die Zustände auf der Welt werden, desto besser für Musk. Auch so gesehen wäre Donald Trump für ihn ein Segen. Der weltweite Internetverkehr über seine Satelliten hat sich allein im vergangenen Jahr verdreifacht. 3 Millionen Kunden in 99 Ländern hat Starlink inzwischen. 7000 seiner Satelliten, heißt es weiter, umkreisen heute in niedrigen Umlaufbahnen die Erde, was etwa 60% aller aktiven Raumfahrzeuge entspricht. Man könnte sagen, Musk dominiert längst auch das All. Kann es sein, dass die Angst haben vor ihm? Die haben nicht nur Angst, vor allem ist es wirklich schon witzig, wenn man so einen Unsinn hört, wie diese Verdrehung der Tatsachen hier stattfindet. Erstmal, dass man Leute findet, die Elon Musk als Arschloch bezeichnen. Das ist nicht schwer, solche Leute zu finden. Daran merkt man, wo das Niveau abgedriftet ist, dass man offenbar sachlich nichts mehr hat. Zweitens, sie klagen jetzt seinen Internetverkehr an, den er weltweit mitgestaltet durch seine Satelliten. Das ist das, wofür sie ihn über Jahre gefeiert haben. Nicht der Hauch der Kritik, weil man glaubte, er wäre eben halt auch ein Linksextremist und Sozialist und würde mit im Sumpf mitspielen. Nun ist er ausgestiegen und jetzt werden dieselben Argumente, die damals als Vorteil förderlich über ihn dargestellt wurden, werden jetzt als die ganz große Gefahr dargestellt, weil er sich plötzlich besinnt. Übrigens, wenn er sagt, Make American Great Again, dann heißt das also nicht Great Again im Sinne von einer Weltherrschaft oder Weltpolizei, sondern sich wirklich zu konzentrieren auf die Region der USA und deren 50 Staaten. Das ist entscheidend. Und am Ende heißt es dann hier, wie ein autoritärer Guru hetzt Musk auf X gegen illegale Migranten, etablierte Medien und den woken Zeitgeist. Regelmäßig verbreitet er Verschwörungsmythen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Demokratie und deren Institutionen zu untergraben. Und zum Schluss heißt es, das ist dann der letzter Absatz in diesem Artikel. Laut einer Auswertung des Center for Countering Digital Hate hat Musk von Januar bis Juli diesen Jahres über seinen Kanal 50 irreführende oder falsche Beiträge über die US-Wahl gepostet. Rund 1,2 Milliarden Mal wurden sie aufgerufen. Zersetzung nannte man diese Strategie bei den Geheimdiensten der DDR. Es ist immer, ja genau, das ist genau die Verdrehung, das ist Orwell in Reinkultur. Die Zersetzung findet tatsächlich statt und zwar unter dem Deckmantel der Demokratie. Ich habe ja die Ehre und das Glück, heute Frau Ulrike Gero, Professorin Ulrike Gero, zu moderieren in der Akademie für Denker. Wir haben das auch noch eingestellt. Man kann sich da noch anmelden, auch wenn da schon der Anmeldeschluss bereits gedruckt war. Und da werden wir über dieses Thema Demokratie mit Sicherheit sprechen und ich vermute auch das Thema der Republik abgrenzen. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Faktor bei dieser ganzen Thematik. Und ja, man macht sich jetzt einfach Sorgen darüber, dass hier tatsächlich eine Zersetzung stattfinden könnte aus dem konservativen Milieu. Und man hat wohl gedacht, das ist dem linken Milieu ausschließlich vorbehalten. Jetzt machen das andere auch. Wobei, eins ist doch entscheidend. Es gibt doch Argumente. Man kann sich doch austauschen. Was ich jetzt hier in diesem Spiegelbericht lese, ist ein einziges Bashen, Bashen und nochmal Bashen. Mehr ist da nicht. Nichts an Substanz, was ich erkennen kann. Ja, vor allem, wenn hier darüber berichtet wird, dass Elon Musk zum Beispiel Hetze betrieben hätte gegen etablierte Medien. Sie könnten sich dazu zählen, oder? Also ich meine ganz ehrlich, dieser Begriff Hetze und Hass, der hat sich ja so mittlerweile auch etabliert. Vor 10, 15 Jahren gab es diese ganzen Begrifflichkeiten gar nicht. Da gab es strafrechtlich relevante Äußerungen, die waren klar definiert und da musste man zum Beispiel 130 Strafgesetzbuch dann entsprechend auch für gerade stehen vor einem Gericht. Hier kommen lauter schwammige
Propagandabegriffe wie Hass und Hetze ins Spiel, um eine Art, ich sag mal, wie du sagst, mal ein Pudding an die Wand nageln. Das geht einfach nicht, um ein Instrument in der Hand zu haben, mit der man im Prinzip jeden beschmeißen und beschmutzen kann, um dann mit diesen Methoden zu arbeiten. Wir sind weg von der konkreten Argumentation komplett zu einem Wischiwaschi-Bashen ohne irgendwelche Zusammenhänge. Es ist wirklich so erbärmlich, unfassbar, was hier historisch läuft. Ja, ich möchte auch noch erwähnen, wir versuchen das gerade schnell zu übersetzen. Elon Musk hat sich schon bei einem Auftritt in den USA, bei einem Wahlkampfauftritt zum Spiegel geäußert und dazu geäußert, dass er dort als Demokratiefeind erklärt wird, und da geht nur ein Raunen und fast Buhrufen durch die Menge. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Spiegel sich wirklich sein Ansehen dadurch verbessert hat im Ausland. Vor allem, ich meine, Elon Musk ist natürlich schon, sagen wir mal, eine mächtige Verteilstation. Also wenn er etwas sagt, der Spiegel hat ja bemängelt, dass da Aufrufe 1,2 Milliarden Mal gepostet wurden von ihm, beziehungsweise eben aufgerufen wurden. Das sind natürlich schon Zahlen, von denen hat der Spiegel, glaube ich, noch nie geträumt. Naja, also der Spiegel, ob der nun seinen Ruf etwas weniger gut hat, es geht ja erstmal darum, aus dem Keller des Rufes wieder herauszukommen, bei denen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, Relotius und so weiter. Man erkennt da ja aus meiner Sicht zumindest ein gewisses Muster, was sich durchzieht. Und wenn da nicht große Finanziers im Hintergrund wären, die ja nicht angekarrt werden, weil die zahlen ja Geld. Ich denke jetzt, wie gesagt, an Bill Gates. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Gegenspieler, der auch über unheimliche viele Milliarden jetzt verfügt. Und jetzt legen die sich mit denen an. Und das kann natürlich sein, dass der Spiegel dann auch zwischen diesen beiden Giganten da irgendwo zwischengerät und auch in Schwitzkasten kommt. Ja, also ihr Lieben, da ist einiges los in Amerika. Und sollte Donald Trump jetzt tatsächlich Präsident werden. Ich habe gerade noch eine Meldung gefunden. Dann hat die EU-Kommission ein Problem offenbar. Jedenfalls planen die dann wörtlich schnell und hart zurückzuschlagen. Und die EU hat sich schon auf eine mögliche Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten vorbereitet mit einer eigenen Taskforce. Hier heißt es in einem Artikel von Apollo News folgendermaßen: Offiziell soll es bei der Arbeitsgruppe sowohl um das Szenario eines Harris als auch eines Trump-Siegs gehen. Aber die Gruppe, die in von der Leyen's EU-Generalsekretariat angesiedelt ist, trägt intern den Spitznamen Trump Task Force. Und darüber berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf EU-Kreise. Also, sollte Trump tatsächlich ins Amt kommen und Zölle, das hat er ja angekündigt, auf bestimmte EU-Produkte erheben, so hat die Task Force schon diesen konkreten Handlungsplan, nachdem es intern heißt, wörtlich, wir werden schnell und hart zurückschlagen. Man habe aus dem letzten Handelsstreit mit Trump gelernt und wolle den USA diesmal besonders hart zusetzen. So das Argument. Mir, das ist schon ein bisschen ähnliches Wording, wie man will besonders hart auch gegen Putin vorgehen. Naja, es ist so ein Irrenhaus, was da momentan sich offenbart. Dieselbe EU, die gerade Zölle gegen chinesische Fahrzeuge in Europa erhoben hat, also Zölle erhoben hat, also gegen den freien Markt und Warenverkehr zu arbeiten, um damit letztendlich den deutschen Herstellern den chinesischen Markt zu ruinieren, von dem sie gerade leben, weil der Deutsche gerade zusammenbricht. Das heißt, durch die EU-Zölle Europa dramatisch zerstört wird durch die EU-Zölle gegen China. Und wenn es jetzt heißt beispielsweise, dass Donald Trump kommt und will Zölle gegen EU-Produkte beispielsweise in Amerika machen, das ist dasselbe, was die Chinesen gegenüber deutschen Zöllen jetzt machen, weil die EU ja genau diesen Fehler gemacht hatte auch. Das passt doch direkt ins Konzept. Man wird wahrscheinlich die EU-Regierung, die EU-Wirtschaft komplett am Boden sehen in Kürze und wird dann behaupten, schuld ist Donald Trump, weil er die Zölle eingeführt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht mal, ob er die Zölle holt, also man überhaupt gegen Europa ausspricht. Trump
sagt Make America Great Again. Also America First. Ich finde das gut, America First, weil dann haben alle anderen auch zu sagen, Germany First, Frankreich First, Italien First, England First. Jeder für sich. Das ist übrigens ganz normal, dass jeder Politiker für sich und für sein Land als erstes tätig ist und nicht die Welt retten will und seine eigenen Leute komplett runterfallen lässt. So ein völlig normaler Vorgang. Und ich glaube nicht einmal, dass Donald Trump diese Zölle wirklich aussprechen wird. Aber er fährt ja natürlich mit einem großen Programm. Und wenn die europäische Wirtschaft sich wirklich selber ausweidet und sich dann letztendlich als Braten hinlegt und sich selbst mit Bratensoße übergießt, dann darf man sich nicht wundern, wenn jemand kommt und sagt, von diesem Buffet, da hole ich mir ein paar leckere Stücke raus. Selbst das darf man nicht vergessen. Die EU hat hier die Grundlage für ein kaputtes Europa gelegt. Andreas, mal ganz grundsätzlich jetzt. Wir haben ja nun gerade gesehen, wie Joe Biden dieses mega super Sonderkreuz verliehen bekommen hat von Frank-Walter Steinmeier, wie Olaf Scholz die Hacken zusammengeschlagen hat, genauso wie er sie zusammengeschlagen hat, als Biden ankündigte, dass man sich schon was einfallen lassen wolle, sinngemäß übersetzt, um Nord Stream 2, die Pipelines, zu verhindern. Dieses scheinbare und wahrscheinlich nicht nur scheinbare Abhängigkeitsverhältnis, bleiben wir nur mal bei Deutschland, aber Europas natürlich auch gegenüber den USA. Wie wird sich das denn verändern, wenn Trump Präsident ist? Das kann ich nicht beurteilen, aber wir haben auf jeden Fall hier eine Chance, aus diesem Würgegriff momentan der EU mit der USA gemeinsam herauszukommen. Ich bin, auch wenn ich Kanadier bin, ein glühender Europäer im Herzen. Und weil ich für Europa bin, bin ich gegen die EU, weil ich bin gegen jede Institution, die gegen Europa agiert. Und die EU agiert gegen Europa. Das kann man ökonomisch und politisch relativ schnell beweisen. Ganz klare Linie. Das Problem ist, dass wir unter der Bildungsmisere leiden und die meisten das überhaupt nicht zuordnen können. Sollte sich jetzt beispielsweise Donald Trump wieder über USA auf USA konzentrieren und Europa fallen lassen, dann wäre das eigentlich eine Idealsituation, ich sage das mal so mit Anführungszeichen, also mit einem Fragezeichen auch versehen, dass dann Europa gezwungen wird, sich mit dem Nachbarn Russland wieder zu vertragen. Und das könnte eine große neue Entwicklung sein. Und ich habe so das Gefühl, dass auch was man immer wieder hört aus Moskau, einer meiner Söhne war in Moskau, hat mir erzählt, wie westlich gut orientiert die Menschen eigentlich auch über den Westen, auch über Deutschland und über die Menschen dort denken. Die haben das gar nicht so, dieses Feindbild drauf, die Menschen in Moskau. Aber sie sehen natürlich mit einer großen Gefahr, welche Politiker da momentan die Deutschen in den Abgrund steuern. Ja, langsam aber sicher breitet sich aber auch in Russland die Deutschfeindlichkeit aus, worüber man sich nicht wundert. Mal ganz kurz hier noch in diesen Apollo-News-Artikel weiter hineingelesen. Also Brüssel behauptet, die hätten jetzt schon eine ganze Liste parat, welche US-Produkte ins Visier kommen. Ziel sei es, der US-Wirtschaft maximale Schmerzen zuzufügen, um Trump schnell zu einem Deal zu zwingen. Die mächtige EU. Der Ex-Präsident kritisiert ja immer wieder die unfaire Behandlung seitens der EU sowie die ungleiche Handelsbilanz. Denn während aus der EU vor allem Güter wie Autos in die USA exportiert werden, besteht der amerikanische Export nach Europa meist primär aus den Dienstleistungen der IT-Konzerne im Silicon Valley. Und diese tauchen nicht in der Handelsbilanz auf, was zu einem Handelsungleichgewicht führt, heißt es hier. Und diese Konzerne werden laut Trump und Wirtschaftsvertretern in den USA zusätzlich durch scharfe EU-Regulierungen eingeschränkt. Das Vorgehen gegen die Tech-Unternehmen, für die Europa kein Gegenstück hat, wird in den USA als diskriminierend angesehen. Kürzlich, so heißt es hier, beschied der Europäische Gerichtshof etwa, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen müsse,
Und vor diesem Hintergrund droht Trump jetzt mit der Einführung von Zöllen auf europäische Produkte, eben zum Beispiel auf Autos. Das ist jetzt ein sehr komplexer Vorgang. Da müsste man ganz viele Dinge nochmal entzerren, dass man diese klaren Flüsse von Waren als auch Geldern, als auch Steuer und gemeinsame Steuerabkommen und all diese Dinge damit zu erklären. Wir sehen hier, dass der Sumpf, der Deep State, diejenigen, die USA führen, und das sind nicht die Politiker im Weißen Haus, sondern das sind Konzernstrukturen, Kapitalsammelbecken, BlackRock, Vanguard und so weiter. Das ist nichts Neues, Geld regiert nun einmal die Welt. Und die sind in Verbindung mit der EU, die ebenfalls von diesen Kapitalsammelbecken abhängig sind. Und offenbar, das kann man jetzt mittlerweile interpretieren, die Aufgabe haben, den europäischen Wirtschaftsstandort weitgehend runterzufahren, damit die frei werdenden Werte dann letztendlich der USA überführt werden. Das könnte natürlich letztendlich der Hintergrund sein bei der Geschichte. Und jetzt beginnt die Wiederrückeroberung des Weißen Hauses durch einen Amerikaner, der eventuell mit einem anderen reichen Amerikaner, Elon Musk, sich für die amerikanische Bevölkerung einsetzt. Und wer sich für das amerikanische Volk einsetzt, der macht sich natürlich in einer Demokratie ganz klar verdächtig. Man hat sich für die Industrie, man hat sich für die Ideologie, man hat sich für Wokeness, man hat sich für was auch immer einzusetzen. Das sind die entscheidenden Produkte. Und das wird jetzt schwierig. Wenn Donald Trump die Macht über das Weiße Haus selbst zurückerobert hat, hat er natürlich noch nicht bis in die Annalen der Ministerien, die ja abhängig sind von den großen Kapitalsammelbecken, dort die Macht bereits erhalten. Das heißt, der Deep State wird weiter mit der EU, ob offen oder eben halt verdeckt, arbeiten. Und es wird ein sehr schwerer Weg werden für einen Präsidenten, der sich für Amerika einsetzen will, überhaupt erstmal diese Rückeroberung des Weißen Hauses durchzuziehen, dass das Volk dort wieder vertreten wird. Ja, und währenddessen versucht natürlich auch Kamala Harris, Präsidentin von Amerika zu werden. Die wird da in ein Rennen nach dem anderen geschickt. Ob das alles so erfolgreich ist, das bleibt wirklich dahingestellt. Also die deutschsprachigen Mainstream-Medien haben sie gefeiert, während aber viele andere, auch ausländische Medien, das richtig auseinandergenommen haben, was sie da von sich gegeben hat. Und nun steht sie aber auch noch in einem anderen Punkt ziemlich unter Beschuss, denn ihr Buch, das 2009 erschienen war, Smart on Crime, das soll doch einige Plagiate enthalten. Das behauptet jedenfalls der österreichische Plagiatsforscher Dr. Stefan Weber. Und er hat insgesamt 27 Fälle mutmaßlicher Plagiate identifiziert. Und der konservative Journalist Christopher Rufo hat diese Vorwürfe auch publik gemacht. Und hier wird Frau Harris vorgeworfen, in einem 49-seitigen Bericht Passagen aus verschiedenen Quellen übernommen zu haben, ohne diese ordnungsgemäß zu zitieren. Unter anderem Texte aus Wikipedia, Pressemitteilungen und sogar eine angeblich erfundene Quellenangabe. Und Frau Harris soll den exakten Wortlaut eines Wikipedia-Artikels übernommen haben, ohne diesen zu zitieren. Andreas, es könnte natürlich auch einfach sein, dass das Schusseligkeit oder vielleicht auch fehlendes Wissen, wie man ein Buch schreibt, welche Rechte und Pflichten da gelten und Lizenzrechte vor allem, das könnte ja bei ihr vielleicht auch zutreffen. Naja, also wie gesagt, man muss intelligent sein, um auf dumm zu machen, andersrum geht es nicht. Und wenn man beispielsweise über die Begabung nicht verfügt, ein Buch zu schreiben, dann sollte man es lassen. Und wir haben leider in der Politik, ich denke an unsere Bundesaußenministerin Frau Baerbock, die ja nun auch diese Plagiatsvorwürfe gegen sich gelten lassen muss, weil sie meinte, sie müsste als Völkerrechtlerin, wie sie sich selbst bezeichnet, was sie natürlich nicht ist, dass sie dann ein Buch schreiben musste und da hat sie dann irgendwas zusammengeschmiert und dann eben halt bestimmte Dinge abgeschrieben. Das ist eben halt so. Ja, und zwar ganz einfach, weil sie es nicht kann, offenbar. Sonst macht man das ja nicht. Ganz einfach. Und bei der Kamala Harris habe ich irgendwie so gewisse Déjà-vus gegenüber Frau Baerbock. Und daran erkennt man, dass selbst in großen Weltmächten tatsächlich eine Vizepräsidentin sitzen kann, die ja jetzt im Prinzip kommissarische Präsidentin ja quasi jetzt ist. Denn wir sehen ja, dass Joe Biden das offenbar jetzt nicht mehr kann.
Da sieht man erstmal, auf welchem Level sich das Ganze bewegt. Das sind ja alles Augenöffner für das Volk, zu erkennen, was läuft da ab. Die sind nicht zu überschätzen, sondern eher zu unterschätzen. Das hier ist ein Artikel von Apollo News auch, die das berichtet haben. Im Mainstream findet man so gut wie nichts über diese Berichterstattung. Und die New York Times beispielsweise, die hat sich auch schnell damit hervorgetan, Frau Harris zu verteidigen. Die haben also einen Artikel veröffentlicht und gesagt in diesen Zeilen, also da gibt es überhaupt keinen Fall von schwerem Plagiat, nur ein paar unglückliche Formulierungen. Außerdem hätten einige Akademiker die Kampagne zudem als rassistisch charakterisiert. Damit war die Sache dann für viele andere Medien endgültig erledigt. Trotz gegenteiliger Berichte und Bestätigungen, zum Beispiel auch von CNN. Andreas, eigentlich versucht das System bis zum Schluss zu vertuschen, was zu vertuschen ist, und immer noch das, was man dort als Demokratie bezeichnet, hochzuhalten. Aber die Zeit läuft. Naja, und das, was hier die New York Times macht, ist ja tatsächlich eine Art Rassismus, weil hier wird der Begriff des Rassismus bemüht, um zu sagen, man hat ihr Plagiatsvorwürfe eben halt hier offenbar darzustellen, und die hat man offenbar dann nicht widerlegen können, und dann kommt plötzlich so eine Rassismusdiskussion rein, was natürlich letztlich alle andersfarbigen Menschen, egal in welcher Hautfarbe sie geboren wurden, natürlich diffamiert, weil man damit immer noch sagen kann, nach dem Motto, sie werden ja gar nicht ernst genommen als freie Denker, sondern man muss auch die Hautfarbe immer noch berücksichtigen. Alleine die Tatsache, dass man hier einen rassistischen Begriff reinbringt, zeigt die rassistische Haltung, die sie selbst haben. Sie outen sich damit regelrecht. Wir kommen zum nächsten Thema, und das ist in Deutschland platziert, genauer gesagt in Rostock. Heute hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius das neue maritime NATO-Hauptquartier eröffnet, begleitet von Protesten von Friedensaktivisten, die gar nicht einverstanden sind. Die Epoch Times berichtet, laut dem Verteidigungsministerium kommt jetzt die deutsche Marine, welche die größte NATO-Marine in der Ostsee ist, ihrer Funktion nach als Commander Task Force Baltic. Die regionale Führungsrolle für die NATO wurde offiziell am 1. Oktober, also vor 3 Wochen, übernommen. Und damit werde sie in noch höherem Maße als zuvor Verantwortung in der Ostseeregion tragen. Die deutsche Marine verfüge über eine umfassende regionale Expertise und breite Fähigkeiten zur Seekriegsführung. Und die Aufgaben dieser Commander Task Force Stäbe seien, maritime Operationen und Übungsvorhaben zu planen, sowie von der NATO zugeteilte Seestreitkräfte in Frieden, Krise und Krieg zu führen. So heißt es in der Pressemitteilung. Ja, ich finde das so interessant, wie hier quasi die Ostsee als Eigentum dargestellt wird, gewissermaßen, als wäre das unser See, auf dem keiner fahren darf. Das ist die Situation. Also es gibt ja nun diese 3-Meilen-Zone, die jedes Land hat, und alles, was draußen außerhalb ist, das ist dann eben internationales Gebiet, und da darf sich auch jeder aufhalten. Und wir dürfen eines nicht vergessen, dass Russland auch an die Ostsee grenzt. Wenn wir sehen Kaliningrad oder ehemalige Königsberg, das ist russisches Staatsgebiet, wenn wir sehen St. Petersburg am Ende des finnischen Meeresbusens, und da sagt man ja sogar schon, dass man will von der NATO den finnischen Meeresbusen quasi als Verbotszone für russische Schiffe überhaupt auszusprechen. Das ist so eine Absurdität. Man stellt sich also hin und sagt, also pass mal auf, Freunde, die Ostsee ist schon mal unsere und wir bestimmen, was da läuft. Das ist alles so eigenartig, und vor allem ist es immer auf Konfrontation in Richtung Krieg. Kein Wort der Versöhnung und nicht mal ein Wort nach dem Motto, wir hoffen, dass wir es nicht nutzen müssen, wir hoffen, dass wir es nicht brauchen, und wir hoffen, dass wir bald zu Gesprächen kommen, um eben halt diese Dinge eben nicht zu stark eskalieren zu lassen. Kein einziges Wort kann ich hier erkennen, nicht mal zwischen den Zeilen. Wer ist noch beteiligt an der Commander Task Force Baltic? 11 weitere Nationen neben Deutschland.
Und zwar personell. Dazu gehören Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Polen und Schweden. Geführt das Ganze von Konteradmiral Stefan Heisch. Und da heißt es, Soldaten aus diesen und weiteren Partnerländern können 60 multinationale Dienstposten von 180 in diesem Commander Task Force Baltic in Friedenszeiten besetzen. Im Krisen- und Konfliktfall kann der Stab auf bis zu 240 Dienstposten aufwachsen. Andreas, das klingt ja eigentlich gar nicht so viel. Naja, das Interessante, was hier für mich zu erkennen ist, ist, dass hier ein Markt für die Rüstungsindustrie gerade aufgebaut wird. Wir haben hier Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande und Polen, wie ich hier gerade, und Schweden, wie ich auf deinem Bildschirm hier lesen kann. Und interessanterweise haben die natürlich alle Waffensysteme, und diese Waffensysteme sind aber nicht alle kompatibel. Das bedeutet, dass beispielsweise die finnische Bedienung vielleicht eine andere ist als eine dänische und umgekehrt. Jetzt werden die aber dort so zusammengewürfelt, dass man gezwungen sein wird, eine Kompatibilität reinzubringen, dass alle Waffen möglichst einheitlich zu bedienen sind. Das ist ein gigantischer Auftrag für die Rüstungsindustrie, diese Kompatibilität wiederherzustellen. Auch das wird hier nebenbei noch mal so ein bisschen eingebaut. Und wie gesagt, es gab Gegenproteste. NATO raus hieß da, wir wollen nicht Zielscheibe von Russland werden. Und da soll eine kämpferische Stimmung geherrscht haben. Heute Morgen in Rostock meldet die Ostsee-Zeitung. Und zwar eben vor dem Marinekommando in der Rostocker Kopernikusstraße. Einige Dutzend Menschen waren es, die da lautstark protestiert haben gegen Boris Pistorius, gegen das neue taktische Hauptquartier. Und sie haben gesagt, wir fürchten, dass Rostock mehr und mehr militarisiert wird, sagt zum Beispiel vom Friedensbündnis Norddeutschland der Initiator Gerd Puchta. Und er sagt, wir geraten jetzt immer mehr ins Fadenkreuz. Die Forderung der Protestanten, die NATO müsse raus aus Rostock und Deutschland raus aus der NATO. Was ich so erschreckend finde an der Stelle ist, dass es nur ein paar Dutzend sind. Und wir sehen wieder, wir haben heute mit einer Generation zu tun, die überhaupt kein Geschichtsbewusstsein offenbar mehr hat, zumindest in großen Teilen. Ich will ja nicht alle pauschal damit reinnehmen. Es haben ja einige protestiert, die sich überhaupt nicht vorstellen können, was ein Krieg ist. Und wir haben ja wieder ein System der Schlafwandler jetzt im Raum Rostock, die zu großen Mengen überhaupt nicht mitbekommen, was sich da gerade zusammenbrauen kann. Und wir merken, es ist immer wieder eine ähnliche Situation. Kriege werden so systematisch aufgebaut, dass die Menschen das adaptieren, aufnehmen und überhaupt nicht merken, wann überzogen wird. Und dann schreien sie am lautesten, wenn es dann losgeht und eskaliert und tatsächlich Bomben fallen. Unfassbar. Andreas, der ukrainische Präsident Zelensky, der forderte ja aktuell die NATO zu einer Einladung auf, freie Hand bei allen Waffeneinsätzen zu bekommen. Er selbst hat das als Friedensplan bezeichnet mit 5 Punkten, die er in Kiew vorgestellt hat. Und du interpretierst diesen Plan eher, man mag es kaum sagen, als eine Art Vorbereitung für einen Dritten Weltkrieg. Na, ich muss mich ja nur umgucken. Das sind ja ein paar bestimmte Personen in Europa, die sich aus meiner Sicht als echte Kriegstreiber herauskristallisiert haben. Und damit meine ich nicht einmal Selenskyj, der sich offenbar auch jetzt immer bewusster wird, dass er vom Westen gewissermaßen gnadenlos in einen Stellvertreterkrieg gezogen wurde, bei dem sein Volk und nicht zu vergessen auch viele russische junge Menschen in Massen getötet werden. Wir vergessen das sehr oft. Wenn wir den ehemaligen NATO-Chef zum Beispiel Stoltenberg heranziehen, dann ist es klar, logisch. Die NATO hat sich leider zu einem Angriffsbündnis entwickelt, was wir anhand der letzten Jahrzehnte übrigens beweisen können, wenn wir die völkerrechtlich verbotenen Überfälle der NATO auf viele Länder sehen, wie Syrien, Afghanistan, Jugoslawien, aber auch die vielen widerrechtlichen Farbenrevolutionen, wie damals in Ägypten oder der Ukraine. Oder aktuell zum Beispiel der Versuch einer neuen Farbenrevolution in Georgien durch westliche Kräfte. Das ist ja alles bekannt. Alle mitdenkenden Menschen wissen das. Aber wenn ich nun wahrnehme, dass nicht nur eine Frau Strack-Zimmermann von der FDP oder Herr Kiesewetter von der CDU
einen Krieg gegen Russland mit einer Ausweitung von militärischen Angriffen auf Moskau regelrecht fordern, sondern jetzt auch Friedrich Merz als Chef der CDU dem Kreml ein Ultimatum stellen will, um dann bei einer nicht angemessenen Reaktion Moskaus den Weg zu bereiten, auch mit deutschen Langstreckenraketen im Ernstfall Moskau zu bombardieren, dann wird mir übel. Darum geht es nämlich jetzt. Ja, in einer kürzlich erschienenen Ausgabe der Weltwoche Daily mit Roger Köppel, den kennen inzwischen sicher alle, da wird hervorgehoben, dass selbst die FAZ als klassische Hofberichterstatterzeitung den Begriff Friedensplan von Herrn Selenskyj vermieden hat. Tja, es ist also so, dass wohl selbst bei den Journalisten, so, also hier den Mainstream-Journalisten, ein bisschen ein Unwohlsein angekommen zu sein scheint. Dieser Fünf-Punkte-Plan von Herrn Selenskyj, der zeigt ja, dass er sich offenbar in einer anderen Welt befindet oder sich zumindest etwas anderes wünscht, als was durchzusetzen zu sein scheint. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn man sieht, dass die ukrainischen jungen Männer seit Jahren in einer Reihe stehen, um im Krieg verpulvert zu werden. Und natürlich genauso die russischen Soldaten. Andreas, es ist ja schwer vorstellbar, wie man sich fühlen muss, wenn man über Jahre Befehle zum Töten und aber auch zum Getötetwerden ausspricht. Und ich vermute, dass es hier wirklich zu einem Trauma kommt und führen wird, das man kaum beschreiben kann. Aber lass uns noch mal zu diesen fünf Punkten ganz konkret kommen. Was will der ukrainische Präsident? Na, es ist eigentlich sehr klar, in welche Richtung es hier läuft. Als erstes wünscht er sich eine Aufnahme zum NATO-Bündnis. Also hier wird schon die Überschreitung der roten Linie regelrecht sofort gefordert, die Russland ganz klar gesetzt hat, denn das ist die rote Linie für Krieg mit allen Mitteln. Interessanterweise fordern ja sogar einige NATO-Staaten stattdessen eine völkerrechtliche Anerkennung einer souveränen, also unabhängigen Ukraine, auch ohne NATO. Und Moskau drängt ja übrigens auch darauf, der Ukraine einen neutralen Status zu geben, so wie es ja auch war und sein sollte. Hier wäre also durchaus ein Punkt für echte Friedensverhandlungen vorhanden, aber man spürt bei jeder westlichen offiziellen Aktivität, dass dieses Thema Frieden offenbar nicht gewünscht ist. Und wer sich für den Frieden stark machen will, der wird sofort zum Russentroll erklärt. Das kennen wir ja. Ja, du zum Beispiel bist ja auch ein Russentroll. Ja. Also kommen wir zum zweiten Punkt von Selenskyj. Der will ja ganz explizit den Krieg nach Russland tragen. Und dieser Punkt scheint ihm auch elementar wichtig zu sein, nämlich den Krieg auf russisches Gebiet immer mehr zu erweitern. Im Nahbereich wie Kursk, da haben die Ukrainer ja schon aktiv militärisch gewirkt, aber Selenskyj geht es offenbar darum, auch Bomben zum Beispiel auf Moskau zu werfen. Genau darum geht es. Und da schließt sich auch der Kreis, aus meiner Sicht, mit dem Ultimatum des CDU-Vorsitzenden Merz, der ja ebenfalls militärische Angriffe und Bombardierungen gegen Moskau ins Kalkül zielt. Denken wir an diese Taurus-Bombe, das ist schon, oder diesen Langstreckenwaffe, das ist schon ein gefährliches Ding. Und für die Umsetzung dieses Punktes ist auch eine Freigabe für den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele auf russisches Staatsgebiet erforderlich, um zum Beispiel mit deutschen Marschflugkörpern dann gegebenenfalls Moskau dann tatsächlich zu bombardieren. Also bitte hört genau hin, mit welchen Vokabeln wir hier arbeiten müssen gerade. Ja, und das deckt sich mit dem dritten Punkt, nämlich die Ukraine zur Abschreckung massiv weiter aufzurüsten. Herr Scholz hat ja gerade 50 Milliarden bis Jahresende zugesagt, also weitere 50 Milliarden. In der Ukraine sollen mit Hilfe der westlichen Partner ausreichend konventionelle Waffen produziert und stationiert werden, um Russland vor weiteren Angriffen fernzuhalten. Und viele westliche Rüstungsfirmen, das werden jetzt gerade ganz viele umprogrammiert auf Rüstung, die machen deutlich, in der Ukraine produzieren zu wollen. Das heißt, die notwendige Finanzierung erhofft sich Herr Selenskyj von den westlichen Staaten, vor allem natürlich der EU. Ja, und da müssen wir uns ein paar Zusammenhänge wirklich klar machen. Wobei die USA
die haben einen Unterschied zu Europa. Die liefern ja Waffen und Geldflüsse an die Ukraine oder Kredite, während die EU dort die Gelder verschenken sollen. Das heißt also, die USA geben die Waffen und Geldflüsse immer so, dass sie das Geld wiederhaben wollen, immer als Kredit deklariert. Und die EU soll es einfach im Interesse der eigenen Sicherheit dann bezahlen. Und zwar unwiderruflich und weg. Also es gibt keine Rechtsansprüche, irgendetwas zurückzubekommen, außer den Frieden, was ja wichtig wäre, aber da könnte man ausholen. Der vierte Punkt, der ist ebenfalls interessant. Hier versucht Zelensky offenbar einen Köder in Richtung Europa zu werfen. Der ist wirklich brisant und der findet kaum irgendwo in den Medien statt. Es geht um den Zugriff auf ukrainische Rohstoffe durch den Westen. Die Ukraine verfügt ja über wertvolle Rohstoffe und das hat Zelensky auch formuliert, und zwar im Wert von vielen Millionen US-Dollar, Billionen US-Dollar. Denken wir an Uran, Titan, Lithium, Graphit, vor allem auch der großen Schwarzerdevorkommen. Ich meine, das ist ein gewaltiges Vermögen. Zelensky wirft die Frage auf, ob diese Ressourcen im globalen Wettbewerb an Russland gehen oder ob sie in der Ukraine und damit im westlichen Machtbereich verbleiben. Also jetzt kommen wir zum Leckerli. Falls der Westen die Ukraine aufrüstet, dann soll der Westen auch Zugriff zu den Rohstoffen erhalten. Das ist wirklich das Stöckchen, was man dem Hund wegschmeißt und sagt, und jetzt lauf. Aber auch in Moskau wird oft damit argumentiert, dass Russland sich diese Rohstoffe jetzt sichern müsse. Wir sehen also, worum es bei dem Krieg wirklich geht. Und das ist nicht die Verteidigung der westlichen Werte und der Demokratie. Es geht um die Rohstoffe und natürlich das Intermarium-Konzept, wo wir ja so oft drüber gesprochen haben, also der Trennung Zentraleuropas von Russland, wie es ja seit mehr als 100 Jahren von den USA verfolgt wird. Und während wir dieses Thema hier besprechen, stellen sich ununterbrochen weiter junge Männer in die Schlange, um getötet zu werden, sowohl aus ukrainischer als auch auf russischer Seite. Und es ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, wenn wir die Politiker zum Beispiel im ZDF erleben, die warm und trocken in den Talkshows sitzen und sich in angenehmer Atmosphäre dann über den Krieg unterhalten. Ich denke immer nur an den Ausspruch von Friedrich Merz, dem CDU-Kanzlerkandidaten, der sofort eine Grundgesetzänderung vornehmen würde, wenn die CDU in Regierungsverantwortung käme, um auch die Frauen in die Wehrpflicht zu nehmen. Das alles klingt alles andere als lustig. Also das ist eben nicht nur ein Krieg der Ukraine und Russlands, sondern wir sehen, wie weit das schon in die europäischen Länder hinüberschwappt. Ja, und die Finanzierung hat er ja auch schon besprochen nach Artikel 14 Grundgesetz, nämlich den Enteignungen. Er spricht offen von den Enteignungen, von den Sparvermögen der Deutschen, während Frau Esken von der SPD offen von der Enteignung der Immobilien der Deutschen spricht. Alles ganz offen. Ja, man kann gar nicht oft genug über diese Dinge sprechen, tun wir hier auch immer wieder. Aber jeder muss dann seine Entscheidung auch selber treffen. Ihr Lieben, der fünfte Punkt ist ebenfalls schwer zu fassen, wenn man ihn liest. Demnach möchte der ukrainische Präsident Zelensky, dass die Ukraine eine europäische Sicherheitsmacht werden soll und nicht ein Faktor der Unsicherheit. Und das stellt er sich so vor, indem die Ukraine nach einem Ende des Krieges ihre militärische Erfahrung für die Sicherheit Europas und der NATO nutzen solle. Und Selenskyj geht so weit, dass die ukrainischen Soldaten in Europa sogar US-Truppen ersetzen. Wie ordnest du das Ja, ein? das ist, jetzt haben wir den Größenwahn wirklich unfassbar. Aber dieser Vorschlag, der dient offenbar den USA. Diese hoffen nämlich, ihr Engagement auf dem europäischen Kontinent zurückfahren zu können, egal unter welcher Regierung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die USA Interessen vertritt, ganz klar, und zwar ihre Interessen. Ich finde diesen Vorschlag übrigens, wie alle anderen auch, äußerst realitätsfremd, wenn ich mir vorstelle, dass die ukrainischen Soldaten die US-Truppen ersetzen sollen in Europa. Vor allem ist es realitätsfremd, wenn man die aktuelle Lage in der Ukraine betrachtet, in der ja jetzt sogar die Regierungsherrscher, junge Männer aus Rockkonzerten, dann herausfordern
festnehmen, um sie an die Front zu schicken. Es wirkt auf mich so wie eine Zwangsrekrutierung zum Kanonenfutter. Ja, es sind alles Sachen, die einen nicht sehr beruhigen. Und damit hast du ja schon auch ein gewisses Fazit zu diesem sogenannten Fünf-Punkte-Plan eingeleitet. Auf mich wirkt das so, als würde dieser ukrainische Vorschlag zu einer komplizierten Bewertung zwischen Washington, aber auch den europäischen Hauptstädten und Kiew führen. Wie würdest du das Thema zusammenfassen? Also aus meiner Sicht ist Selenskys Plan kein Sieges- oder Friedensplan, sondern ein Plan für einen dritten Weltkrieg. Diese Meinung ist noch erlaubt und solange ich die noch haben darf, werde ich sie auch äußern. Meine Meinung. Die einzelnen Punkte sollte man meines Erachtens auch zwischen den Zeilen interpretieren, wenn er spricht oder etwas sagt oder verkündet. Selenskyj offenbart mit diesem Plan, worum es im Grunde eigentlich geht. Es geht einfach um Rohstoffe und der Kampf darum. Durch diesen Plan zeigt Selenskyj auch auf, warum die Amerikaner die Ukraine benutzen, um Russland strategisch zu schwächen und mit dem finalen Ziel, Russland als eigenständiges Land auszuschalten, damit das westliche Bündnis letztlich an alle russischen Rohstoffe herankommt. Es ist doch ganz offen. Ja, irgendwie kommt man immer wieder auf das berühmte Mark Twain-Zitat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und man kommt auch immer wieder an den Vorgang vor dem Ersten Weltkrieg, den du ja hier immer wieder uns darbietest, nämlich als Deutschland eine Bahnstrecke von Berlin nach Bagdad errichten wollte, um an die Rohstoffe der damals osmanischen Provinz Bagdad zu kommen, die ja Anfang der 1920er Jahre dann in den heutigen Irak mit eingegliedert wurde. Wir wissen heute, dass dieser Vorgang eben auch einer der Faktoren gewesen ist, der zum Ersten Weltkrieg geführt hatte. Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Der Kampf bzw. die Angriffe auf rohstoffreiche Länder ist ein typisches Phänomen in allen Zeitepochen. Ist übrigens auch ein Thema, was ich immer wieder sage, wenn jemand auswandern will, man sollte darauf achten, wenn man ein Land sucht, dass möglichst dort keine Rohstoffe sind. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Denken wir an den bekannten Einmarsch der deutschen Wehrmacht, zum Beispiel im Herbst 1942. Auch damals ging es um Rohstoffe, die man in Deutschland für den Krieg brauchte, aber selbst nicht hatte. Übrigens liegt das damalige Stalingrad, welches ja heute den Namen Wolgograd trägt, nur 300 Kilometer von der ostukrainischen Stadt Luhansk entfernt. Auch interessant. Und dort im russischen Wolgograd liegen große Ölfelder. Also wir erkennen mal wieder als einen wesentlichen Grund für die Kriege, die Gier nach Rohstoffen und damit verbunden die Vermeidung von Kooperationen wirtschaftlicher Konkurrenten. Das Know-how von Zentraleuropa, wenn man das kombinieren würde mit den russischen Rohstoffen, dann wäre das eine natürlich gigantische Konkurrenz für die angelsächsische Achse und natürlich auch den chinesischen Machtbestrebungen. Richtig, da läuft eigentlich ein entscheidender Krieg statt zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Das ist eben halt auch diese Machtbestrebungen der geopolitischen Auseinandersetzung. Also es geht um eine reine Geo- und Machtpolitik und zwar auf allen Seiten. Das können wir festhalten. Den Unsinn, man würde freiheitliche Werte und die Demokratie verteidigen, das kann man nur glauben, wenn man wirklich völlig naiv ist. Es gilt zu erkennen hier übrigens bei der Geschichte, ist auch nochmal etwas, was mir einfällt, dass die Rüstungskonzerne hier natürlich auch eine gigantische Macht auf die sogenannten westlichen Regierungen ausüben. Die NATO protegiert hier günstige Rahmenbedingungen für die amerikanischen Rüstungskonzerne. Ich interpretiere die NATO mittlerweile auch als eine Art Lobbyvereinigung. Das ist eine weitere Funktion, die sie hat. Das kann man gerade jetzt gut erkennen. Also man erschließt sich zurzeit quasi einen sicheren Absatzmarkt in der Ukraine mit gleichzeitiger Abwälzung der unternehmerischen Risiken, nämlich dieser Rüstungskonzerne, das Ganze auf Kosten der europäischen Steuerzahler, deren Kriegsgefahren dabei dann auch noch massiv erhöht werden. Also ziemlich absurd. Ja, die USA und Europa haben ja jetzt bereits hunderte Milliarden in diesen Krieg gesteckt. Aber das noch größere Konjunkturpaket, das kommt ja erst nach dem Krieg, wenn der Wiederaufbau der Ukraine stattfindet.
wann immer das sein wird, wobei vermutlich wieder US-Unternehmen massive Aufträge bekommen und die Europäer wahrscheinlich die Kosten dann für deren Aufträge übernehmen. So ist es ganz einfach. Es ist immer das gleiche Spiel. Letztlich gibt es ja auch viele Zitate von führenden Neocons aus den USA, also politische Leute, die offen zugeben, dass hier ein gigantisches Geldbeschaffungsprogramm für die amerikanische Wirtschaft auf Kosten der europäischen Wirtschaft im Gange ist. Die Gelder, die aus den USA in die Ukraine fließen, sind Darlehen. Ich finde, das ist wichtig zu verstehen. BlackRock steuert diese Darlehen mit sehr harten Kreditbedingungen. Und diese besagen, dass die Ukraine alle ihre staatlichen Vermögenswerte zum Verkauf an multinationale Konzerne anbieten muss. Einschließlich ihres landwirtschaftlichen Bodens. Die Ukraine besitzt mit der berühmten Schwarzerde übrigens den größten Reichtum an Ackerland auf der gesamten Erde. Und 30% dieses Landes sind bereits verkauft worden an Konzerne. Die Käufer waren übrigens DuPont, Cargill und Monsanto. Und wer besitzt all diese Unternehmen? Ganz klar, es ist BlackRock, das gigantische Kapitalsammelbecken. Womit wir wieder dort hinauskommen, wo wir immer, wenn Andreas Ausführungen machen, hinkommen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch weitere Informationen zu diesem Thema, ihr Lieben, damit ihr das auch wirklich rundherum versteht. Denn das sind natürlich tatsächlich keine Verschwörungstheorien, sondern man kann es vielleicht als perfide Auswirkungen der Globalisierung bezeichnen. Es ist eher eine reale Verschwörung von Interessen einzelner globaler Spieler des ganz großen Geldes, oder? Naja, und das Interessante ist, es läuft alles vor aller Augen ab, ganz offen. Sie bemühen sich jetzt nicht einmal mehr, es zu verheimlichen. Das finde ich das Interessanteste. So sicher fühlen sie sich. Die Mainstream-Medien spielen hier als Komplizen natürlich die peinliche Rolle, die ein völliges Versagen dokumentiert. Interesse an der Wahrheit ist natürlich Fehlanzeige. Ja, also wir werden ja sehen, wie weit der bestehende Casino-Kapitalismus noch kommen wird. Ihr Lieben, wir bleiben auch an diesem Thema dran. Das sind die Dinge, die uns persönlich, also uns persönlich jetzt, weil wir nicht direkt in Europa leben, nicht betreffen, aber hoch interessieren. Aber viele sind von diesen Themen betroffen und man kann es gar nicht oft genug besprechen. Wir wollen zum nächsten Thema kommen, Andreas. Kuba. Kuba ist bereits den dritten Tag ohne Strom und es gibt die ersten Unruhen. Die Führung in Havanna droht diesen Unruhestiftern deutlich. Da gibt es also einige Medien, die darüber berichten, zum Beispiel NTV. Und jetzt kommt aber noch ein Hurrikan dazu, Oscar. Der ist gestern Abend auf Kuba getroffen, wütet auch noch, hat hohe Wellen, also meterhohe sogar, aufgewirbelt. Gewitter sind dazugekommen, starke Regenfälle, Überschwemmungen, während eben der Stromausfall den dritten Tag in Folge andauert. Und wir haben ja hier schon öfter drüber gesprochen. Ich meine, Kuba ist nun wirklich ein Land, das ausgenommen wurde wie eine Weihnachtsgans, das wirklich an vielen Ecken und Enden ein sogenanntes Drittland geworden ist. Was bedeutet das denn, wenn über Tage der Strom ausfällt? Ja, das ist natürlich eine einzige Katastrophe und das ist auch für uns alle ein wirklich wichtiges Beispiel, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke darüber nach, was in den Altenheimen, in den Krankenhäusern stattfindet, wenn da kein Strom mehr ist. Die haben nur für einen gewissen Zeitraum Benzin. Benzin kann man auch nicht nachliefern, weil Benzin muss gepumpt werden aus großen Tanks. Die laufen wiederum elektrisch. Ohne Strom geht das wiederum nicht. Also es ist schon eine ganz heiße Situation, die wir haben. Ich hatte gerade neulich mit einem Strategen des Militärs gesprochen über diese Situation. Putin und Angriff in Deutschland. Und da hat er gesagt, das brauchen wir gar nicht. Wozu? Das heißt doch, man bräuchte nur sehen, dass man ein Blackout konzipiert. Und ein Blackout zu bauen ist relativ einfach. Da haben mir schon mehrere Ingenieure erklärt, wie man das mit einer relativ kleinen Truppe von Menschen machen kann, dass für einen Monat oder länger der Strom ausfällt. Was das bedeutet, ist das völlige Chaos. Und das schon nach bereits wenigen Tagen. Und also es ist eine Katastrophe und deshalb immer wichtig, Vorsorge betreiben. Wichtig ist, dass man genügend Wasser hat, genügend nachhaltige Lebensmittel.
eine Wasserpumpe nach wie vor wichtig. Man kann auch aus Pfützen Wasser eben zu Trinkwasser machen. Das ist wichtig. Also und Reiniger, ein Filter. Ein Filter, also quasi ein Wasserfilter. Und dann natürlich auch eine gewisse Grundstromversorgung, wie zum Beispiel ein EcoFlow. Das halte ich schon für außerordentlich wichtig, zumindest für die wesentlichsten Dinge, die man braucht. Ich meine da nicht die elektrische Zahnbürste mit, sondern wirklich entscheidende Dinge, wie zum Beispiel ein Radio oder sonst irgendetwas. Ja, oder ein Dieselaggregat, ne? Das ist ja auch etwas, was wir hier haben, unter anderem. Ja. Gut, aber das ist natürlich sehr laut. Das ist im ländlichen Gebiet zum Beispiel gut zu nutzen, wo also die Nachbarn weit weg sind. In den Städten könnte es ein Problem sein, wenn man merkt, dass einer Strom hat und sie selbst haben keinen. Es gibt einen Artikel von dem Experten Manfred Haferburg, der ist bei der Achse des Guten und auch bei Eike erschienen. Und da wird nochmal beschrieben, was das bedeutet. Und Haferburg nennt hier einen Welt-Online-Artikel. Da heißt es, ein Kraftwerksausfall verschärft die Energiekrise in Kuba. Die Stromversorgung ist komplett zusammengebrochen. Schon zuvor musste das öffentliche Leben wegen wiederholter Stromausfälle eingeschränkt werden. Schulunterricht etwa wurde vorübergehend eingeschränkt. Kuba steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution um Fidel Castro von 1959. Und hier heißt es weiter, Havanna ist immer noch dunkel. Man hofft, dass man das bis heute Abend, Montagabend hinbekommt. Aber hier heißt es, es steht in den Sternen, wann es den Energieversorgern gelingt, das Netz wieder aufzubauen. Immer noch sind die Schulen geschlossen, die Fabriken sind geschlossen. Es funktionieren keine Ampeln, es gibt kein Benzin, die Klimaanlagen sind aus. Niemand weiß, wie es in den Krankenhäusern aussieht. Und dann, Fachleute haben seit Jahren gewarnt, aber die wurden nicht ernst genommen. Kuba hat nicht nur marode Kraftwerke, sondern auch ein marodes Netz und leidet unter einem akuten Brennstoffmangel. Und die Anzeichen, heißt es hier, seien unübersehbar gewesen. Fast täglich rollende Brownouts, zu Deutsch also lokale Stromsperren. Sowas gibt es ja in Deutschland inzwischen leider auch schon. Ja, das gibt es tatsächlich. Und wir haben es in Kanada ja auch zum Teil, aber dann eben halt nur im Winter, dann bei schlechten Witterungsbedingungen, schweren Stürmen oder sonst etwas, weil die meisten Kabel noch über Land gezogen sind, nicht in der Erde. Und da ist es übrigens auch relativ schnell zu reparieren. Aber wenn man sich das mal anguckt, gerade in solchen Ländern, die ja auch auf der Sanktionsliste von den westlichen Ländern immer wieder stehen, da wird es natürlich schon ganz, ganz kritisch. Aber nochmal, es geht auch darum, für sich etwas dabei zu lernen. Was würde passieren, wenn mir das in, wo ich auch immer lebe, passiere, habe ich dafür eine gewisse Vorsorge getroffen. Ich halte das für relevant. Ja, natürlich. Vor allem, wenn wir uns die Energieversorgung in Deutschland genauer anschauen. Deutschland steht richtig schlecht da. Also früher gab es ja den starken Partner Frankreich. Auch da gibt es viele Einschränkungen. Und wie wir seit spätestens der Abschaltung der letzten Kernkraftmeiler in Deutschland wissen, ist das Netz gefährdet. Hier heißt es, Stromsperren in Kuba sind schon etwas Normales. Die Menschen haben sich dran gewöhnt. Aber was eben letzten Freitag auf der Insel passiert ist, das hat eine neue Qualität. Man konnte diesen Kraftwerksausfall nicht schnell genug ausregeln. Es kam zu dem lange befürchteten Totalzusammenbruch des Netzes, nämlich dem inselweiten Blackout. Und wenn das Netz zusammenbricht, dann schalten sich nicht nur alle Verbraucher, sondern auch alle Kraftwerke ab. Also 10 Millionen Kubaner sind jetzt seit Freitagmittag ohne Strom. Und man weiß nicht, wann das wieder ans Netz geht. Man macht jetzt große Versprechungen, dass es bis heute Abend der Fall ist. Wir werden das sehen. Es gab schon 3 Versuche in den letzten Tagen, das Netz wieder in Betrieb zu nehmen. Dann haben kurz die Lichter geflackert und es wurde wieder stockfinster. Ja, Andreas, die viel dramatischere Seite heißt es, ist allerdings ein völlig lahmgelegtes Land und seine darbende Bevölkerung ohne Strom. Es dringt wenig Information nach außen und bis zu uns hin. Reuters berichtet zum Beispiel, dass die Handy-Akkus der wenigen Blogger leer sind. Das Telefonnetz ist tot. Es gibt
praktisch nichts, was nach außen an Informationen kommt. Die Schulen sind geschlossen, eben die Fabriken auch. Es funktioniert gar nichts mehr. Und Havanna ist dunkel. Die meisten Läden sind geschlossen, die kein Notstromaggregat haben. Es gehen bereits Unruhen und Plünderungen los. Und ein paar Läden verteilen die gekühlten Lebensmittel an die Bevölkerung, damit sie nicht sinnlos verderben. Und die Leute versuchen, ihre Kühlschranktüren so wenig wie möglich zu öffnen, damit das bisschen, was sie haben, nicht gleich verdirbt. Der Blackout trifft aber auch die Kinder und die Alten. Ich meine, ich glaube, man hat gar nicht ausreichend Fantasie, sich vorzustellen, wenn sowas über Tage stattfindet. Ja, und das ist jetzt sogar noch ein warmes Land, wo man keine Heizung braucht beispielsweise. Das heißt, an der Stelle findet eine Unterkühlung und ein Erfrieren nicht statt. Das wäre eine ganz andere Situation, wenn es im Winter in Europa zum Beispiel stattfinden würde. Wir haben 8 Grad minus und dann würden die Räume auskühlen. Dann wird es ja richtig haarig bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube schon, dass da Tragödien ablaufen, genau in diesem Moment. Und wir sind da mit unseren Gedanken natürlich auch bei diesen Menschen und wünschen ihnen von Herzen, dass sie das gut durchstehen werden. Gerade alte Menschen und Kinder, die sich nicht wehren können und die auch nicht in der Lage sind, sich helfen zu können. Es ist ja dann ein Überlebenskampf, der dann eintritt. Und deshalb ist die Vorsorge nochmal wichtig, dass man dann eben halt sagen kann, man kann eventuell auch in seinem zurückgezogenem Haus bleiben, weil man dort eine gewisse Vorsorge halt betrieben hat und hetzt nicht noch durch den Ort und versucht noch irgendwas Essbares zu finden oder Wasser zu finden. Auch das ist entscheidend. Es gibt auch von Experten Listen, also sozusagen Zeitfenster, was nach welcher Zeit passiert. Und es sind, glaube ich, nur wenige Tage, bis nicht nur Unruhen ausbrechen, sondern wirklich dann landesweite Plünderungen stattfinden. Naja, wenn so etwas stattfindet, gerade in den modernen Bereichen, und wir dürfen nicht vergessen, Havanna ist natürlich auch ein Gebiet, das ist eine Großstadt, dort gibt es auch Häuser, die haben dann zum Beispiel Aufzüge in den Häusern drin, in Bürohäusern und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jetzt so ein Ding ausfällt von heute auf morgen, das macht man eben so zack aus und alle Fahrstühle bleiben stehen und das ist vielleicht kein Notstromaggregat da oder es springt nicht an, weil es nicht gut gewartet ist. Man darf nicht vergessen, dass die Infrastruktur natürlich auch nicht so besonders gut ist, was auch die Wartung anbelangt teilweise. Das sind diese Probleme. Das heißt, die Sicherheitskräfte müssen versuchen, Menschen zu retten, die irgendwo eingeschlossen sind und so weiter. Also man mag sich das gar nicht vorstellen in diesen Dimensionen, aber man sollte sich eben halt einmal klar machen, gerade in großen Ballungsgebieten, stellen wir uns vor, Berlin, München, Hamburg oder sonst etwas, wo Millionen Menschen zusammengepfercht sind auf kleinsten Raum in einer Stadt, da ist es schon sehr wichtig, einen Rückzugsort haben, den man verteidigen kann, eine Sicherheitszone, die man sich vorbereitet hat. Das ist ganz wichtig und dazu gehören natürlich auch ein paar Dinge an Equipment. Ja, ihr Lieben, Vorsorge ist immer wieder das Wichtigste. Ich möchte mit einem Thema schließen, das wir am Wochenende, glaube ich, gesehen haben und uns beide erschrocken angeschaut haben. Das ist ein Begriff bei der Bild gewesen. Und da geht es um einen Hirntoten oder zumindest galt er als Hirntot, ein Patient, der dann auf den OP-Tisch kam, um ausgeweidet zu werden. Also er galt als Organspender für ein Herz. Aber meistens nimmt man da ja auch noch ein bisschen mehr raus. Und dieser Mann, Thomas Hoover, 36 Jahre alt, lag da also in einem Krankenhaus in Richmond im US-Bundesstaat Kentucky auf dem OP-Tisch. Man hatte bei ihm festgestellt eine Drogenüberdosis und man hatte keine Hoffnung mehr, dass er das überstehen würde, meldet die New York Post. Und die Ärzte hatten ihn für hirntot erklärt und sich eben darauf vorbereitet, die Organe zu entnehmen. Aber als der Patient in den OP-Saal geschoben wurde, ist seiner Schwester etwas Ungewöhnliches aufgefallen, nämlich der Bruder, der hirntote Bruder, hat die Augen aufgemacht. Und sie sagt, es war, als ob er uns auf diese Weise wissen lassen wollte, dass er noch da war. Und dann haben die Ärzte gesagt, oh, ist doch nur ein Körperreflex, nur ein Zucken. Und auch eine Krankenschwester hat dann der Zeitung gegenüber im Interview gesagt,
dass dieser hirntote Patient ungewöhnlich lebendig gewirkt hatte und dann tatsächlich aufgewacht ist auf dem OP-Tisch. Und das war natürlich ein Schock für alle anwesenden Ärzte bei der Organspende. Und die Krankenschwester sagte, er bewegt sich, er hat um sich geschlagen. Und als wir dann zu ihm gingen, konnte man sehen, dass ihm die Tränen kamen. Er weinte sichtlich. Und jetzt kommt hier eine Passage, die natürlich sehr bedenkenswert ist, denn zwei Ärzte wollten sofort den Eingriff abbrechen, aber eine Mitarbeiter der Organspendeorganisation Kentucky Donor Affiliates, dem hat das nicht gefallen und der hat dann nach Aussage der Krankenschwester die Ärzte aufgefordert, mit dem Eingriff weiterzumachen. Er hat den Vorgesetzten gesagt, oder er sagte den vorgesetzten Ärzten, sie müssten dann jetzt ganz schnell einen anderen Arzt finden, der diesen Eingriff vornimmt. Unfassbar, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich weiß ja, warum ich kein Organspender bin, niemals werden werde und auch niemals ein Organ haben möchte. Wenn es denn so sein sollte, dass ich gehen muss, dann möchte ich gerne in Würde gehen. Das klingt jetzt bitte nicht zu hochgezogen für diejenigen, die gerade auf ein Organ warten. Ich möchte hier keine Anklage haben. Man muss einfach nur wissen, Organe können von toten Menschen nicht entnommen werden, weil die nicht mehr funktionsfähig sind. Es geht nur von lebenden Menschen. Allein die Tatsache, dass wir von einem Hirntod sprechen, ist schon absurd. Jetzt kommt ja schon die Diskussion, dass man sagt, bei Herz-Kreislauf-Versagen und der Hirntod ist noch nicht festgestellt, sollte man das auch tun. Es ist eine so unglaublich dunkle Situation, in der wir hier leben, dass man Menschen bei lebendigem Leibe quasi ausweidet und abschlachtet, also tötet während der Organentnahme. Ich habe da vor 5 Jahren, glaube ich, ungefähr ein Interview zugemacht. Das habe ich nochmal rübergeschickt zu dir gerade eben. Und das solltest du nochmal vielleicht mit einstellen. Da gehe ich mal auf diese Thematik ein, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftigt hatte und das könnte so ein bisschen die Augen öffnen. Also auch von meiner Seite, ich teile das, was Andreas gesagt hat. Ich spende kein Organ, falls mal irgendwas sein sollte. Und ich möchte auch kein Organ von jemand anderem haben. Denn mit diesen Dingen sind noch viel mehr Zusammenhänge und Prozesse verbunden, aus geistiger Sicht betrachtet, die elementar wichtig sind. Denn selbst wenn jemand schon tot ist, sein sollte, was ja nicht bei Organentnahmen der Fall ist, wie du gerade gesagt hast, dann ist Körper und Seele noch eng verbunden und das bedeutet, dass auch Schmerzen und vieles mehr empfunden werden können. Das sind wirklich sehr sensible Prozesse, über die der Mensch sehr wenig weiß, aber eigentlich mehr wissen müsste, denn es gibt auch viele Nahtodorganisationen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und wenn man sich, was mich hier sehr berührt, Andreas, das ist die Kaltschnäuzigkeit, mit der offenbar diese Organspendenorganisation an die Sache herangegangen ist, nämlich, ja, wenn die Ärzte sich weigern, das zu machen, dann wollen wir jemand anderen haben. Und für diese Organisation arbeitet eine Nicoletta Martin und die sagt, das stimmt eben, der war noch lebendig, dieser Mensch da auf dem OP-Tisch. Der Spender war an diesem Morgen während einer Herzkatheteruntersuchung bereits aufgewacht und zappelte auf dem Tisch herum. Was mich noch stutzig macht, dieser Thomas Hoover, der ist ja halb oder fast gestorben an einer Überdosis von Drogen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich warte da, ich habe vielleicht mein Leben lang mich bemüht, mich gesund zu ernähren, zu bewegen und so weiter, aber ich brauche jetzt ein Organ oder ich möchte eins haben. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Und dann kommt da vielleicht das Herz eines Drogenabhängigen in mich herein. Was bedeutet das? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass du drogenabhängig wirst, ist relativ groß. Das wissen wir, das haben wir über Jahre ja auch durchgearbeitet. Auch wir beide, wir haben ja auch ein Buch mal geschrieben zu dem Thema Tabubruch. Lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Da wird mal ganz entspannt dargestellt, wie eigentlich ein Tod überhaupt abläuft, was dort genau geschieht und wie lange man eigentlich noch, ich sag mal, in Klammern lebendig ist, obwohl das Herz schon vielleicht
viele Stunden nicht mehr geschlagen hat und auch das Gehirn nicht mehr funktioniert. Das sind ja die wesentlichen Faktoren, sich das überhaupt erst einmal vorzustellen. Dazu benötigt es aber unglaubliches Hintergrundwissen. Das haben wir versucht, dort ein bisschen einfacher zusammenzufassen, speziell du, das ist ja ein Hauptwerk eigentlich von dir. Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Und allein die Tatsache, dass man Menschen zu Ersatzteillagern erklärt, und es geht auch hier wieder um Geld, diese Organisation, da geht es nicht darum, dass irgendjemand jetzt dieses Organ erwartet, um damit am Leben zu bleiben. Denn das wäre ja egal, sie würden ja ein Leben opfern dafür, indem man einen lebenden Menschen ausnimmt und tötet, um ein anderes Leben dann zu erhalten. Das ist nicht die Motivation dieser Organisation, sondern die Motivation ist eindeutig das Geld. Natürlich glaube ich das, ich kann nicht ein Leben mit dem anderen ausgleichen. Und das geht eben halt nicht. Und hier sehen wir natürlich, wie völlig perfide wir aus dem Ruder gelaufen sind mit unseren Schöpfungen. Mit den Gesetzen. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Es war wieder eine sehr vielseitige, bunte Sendung und viele Beispiele gelten eigentlich für eine zu Ende gehende alte Zeit, die aber schon viel Licht bekommen hat. Die Wahrheit kommt immer weiter hervor. Und wir sind auf dem Weg in die neue Zeit. Bleibt stark, ihr Lieben. Wir hören uns zum Abendgebet. Ja, und wir hören uns am Mittwoch. Wir haben heute Montag, ne? Am Mittwoch sind wir wieder da.